Hey, ich bin René von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ich meine Ada bemale und gleichzeitig lernt ihr noch etwas über den Kalt-Warm-Kontrast. Wenn ihr Paintomancy unterstützen wollt und gleichzeitig eure Malskills verbessern möchtet, schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Dort gibt es monatlich 2 Videotutorials, wo ich euch uncut, Pinselstrich für Pinselstrich zeige, wie ihr die verschiedensten Sachen bemalen könnt. Und für die, die lieber etwas zum Nachschlagen haben wollen, gibt es zusätzlich noch 2 PDF-Tutorials im Monat. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in der Videobeschreibung. Zuerst airbrushe ich das gesamte Modell mit Archaic Turquoise. Das ist ein richtig cooles Türkis. Das geht nämlich noch in so eine dunkelblaue Richtung und bildet damit das perfekte Fundament für unser Farbschema. Die Autarchien highlighte ich jetzt erstmal mit Blue-Green. Das kann auch ruhig ein bisschen grob sein. Hauptsache, wir haben auf jeden Fall diese Blickpunkte skizziert. Mit Wine Red werde ich jetzt erstmal ein wenig die Schatten des Modells intensivieren. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum benutzt er denn jetzt Wine Red? Wine Red ist eigentlich richtig cool, weil wenn ihr euch erstmal die Autarchien anschaut, sieht die eigentlich relativ flach aus. Klar, wir haben jetzt ein Highlight drauf skizziert, aber toll ist das nicht. Viel Kontrast haben wir nicht. Es ist eigentlich auch noch so ein bisschen, ja, desaturiert. Mit einem stark verdünnten Wine Red können wir jetzt die Schatten richtig geil intensivieren, indem wir einen Kalt-Warm-Kontrast erzeugen. Wir haben also eine warme Farbe im Schatten und eine kalte Farbe als Highlight. Und das ist für unser Auge total weird und deswegen ist das ganz, ganz spannend anzuschauen. Für das nächste Highlight mische ich Blue-Green mit Ice-Yellow. Wir haben natürlich jetzt gut die Schatten skizziert, aber wir wollen natürlich jetzt auch noch die Highlights ein bisschen weiter pushen und unser Blau, also unser Blue-Green, wieder ein bisschen wärmer machen. Und das machen wir mit Ice-Yellow. Würde ich das Ganze jetzt mit einem Weiß aufhellen, dann würde das so kalkig werden und wir hätten wieder dieses Desaturierte, was wir überhaupt nicht wollen. Deswegen Ice-Yellow. Jetzt, wo der Airbrush-Step fertig war, wollte ich allerdings noch ein bisschen mehr Power in meine Schatten reinbringen und deswegen habe ich nochmal Wine Red genommen und damit Glazes in die Schatten gemacht. Zu guter Letzt fehlt natürlich noch ein Kantenakzent und den mache ich auch mit Ice Yellow und Blue Green. Dafür mische ich mir einfach, ja, ca. 80% Ice Yellow und 20% Blue Green an. Ihr seht auf jeden Fall den Farbton hier, der ist so, ja, schon fast wie Gauss Blaster Green, nur ein ganz kleines bisschen blauer und saturierter. Ich gebe euch jetzt mal einen ganz kleinen Exkurs zum Thema Kalt-Warm-Kontraste. Nur vorab, Leute, ich bin kein Profi, ne? Also, es gibt 1 Milliarde Leute auf YouTube, die euch das wahrscheinlich wissenschaftlich und so viel korrekter erklären können als ich. Aber ich glaube, das Prinzip habe ich zumindest verstanden und deswegen werde ich euch einfach mein Verständnis davon weitergehen. Kalt-Warm-Kontraste entstehen im Endeffekt genau, wie der Name es sagt, dadurch, dass wir eine kalte Farbe haben und eine warme Farbe haben und die irgendwie nebeneinander sind. Und das ist für unser Brain total interessant, weil irgendwie da ist es kalt quasi, da ist irgendwie eine kalte Farbe, direkt daneben ist eine warme Farbe und die verstehen sich ja eigentlich nicht, weil es ist ja warm und kalt und so und deswegen ist unser Gehirn so, holy shit, was geht da ab? Und deswegen guckt man da einfach unbedingt hin. In dem Beispiel von meinem Elder-Farbschema habe ich zum Beispiel Wine Red für die Schatten benutzt, obwohl ich ja eigentlich ein Blau als Rüstungsfarbe habe. Das passt natürlich erstmal überhaupt nicht zusammen. Allerdings, wenn man das in Maßen benutzt, natürlich, man darf jetzt nicht Rot neben Blau legen und sagen, haha, ich habe einen Kalt-Warm-Kontrast gemalt. Aber wenn man das in Maßen benutzt und damit zum Beispiel die Schatten richtig spannend macht, dann wirkt das einfach viel, viel stärker. Ein gutes Beispiel ist dieser Swooping Hawk hier, den ich bemalt habe. Und da habe ich im Endeffekt die genau gleichen Farben verwendet, die ich normalerweise auch für meine Ada verwende. Allerdings habe ich da auf das Wine Red verzichtet, weil ich, ja, ich weiß auch nicht. Also ich wollte einfach, dass der anders aussieht als meine normalen Ada, weil der ist halt ein Zweckleger. Und da seht ihr direkt, wie anders die Farben wirken. Ich habe nur Wine Red in die Schatten geglazed und trotzdem ist der Unterschied gigantisch. Und besonders der Swooping Hawk, der sieht jetzt momentan richtig flach aus. Der hat kaum Tiefe, der hat zwar trotzdem auch eine gut geairbrushte Rüstung, der hat Recess Shades, der hat Kantenakzente und trotzdem wirkt der stinklangweilig und kaum lesbar im Vergleich zu meinem Autarch. Kalt-Warm-Kontraste funktionieren am besten in einem Sandwich. Das bedeutet, entweder ihr habt warm, kalt, warm oder ihr habt halt kalt, warm, kalt.
Im Beispiel von meinen Ada habe ich dann zum Beispiel das Wine Red in den Schatten, dieses Blautürkis in meinen mittleren Ton und dann wiederum ein sehr stark mit Gelb aufgehelltes Türkis als Highlight. Also, wenn ihr das nächste Mal bei Subway seid, dann fragt auch nach einem Kalt-Warm-Kontrast. Als nächstes blocke ich erstmal alle Details mit Schwarz aus, die später auch in irgendeiner Richtung schwarz, grau oder sonst irgendwas werden. Für die Grundfarbe der Taschen benutze ich High Red. Einfach wieder aus dem Grund, dass es ein warmes, rotes Braun ist und das wieder einen guten Kontrast hat mit meiner Rüstung. Das helle ich mit Ice Yellow auf und stippe einfach so ein paar Kratzer und Highlights auf die Flächen. Da könnt ihr eigentlich so hell gehen, wie ihr wollt. Letzten Endes ist es aber wichtig, dass ihr mit Sepia ein Glaze drüber legt. Sepia ist ein relativ starkes Ink, verdünnt das also. Was es allerdings macht, ist, dass es nochmal einen richtig schönen Filter über alles drüber legt und quasi alle Sachen, die ihr gerade gemacht habt, so zusammenfügt. Den Umhang meiner Autarchen wollte ich so ein bisschen interessanter gestalten. Deswegen, na gut, am Ende habe ich doch die Airbrush benutzt. Aber ich wollte, dass da möglichst viel Textur reinkommt mit möglichst wenig Aufwand. Ich nehme also Anthracite Grey und verdünne das erstmal ganz, ganz stark auf eine Glaze Consistency. Damit mache ich jetzt so ganz viele dünne Striche, die in Richtung der oberen Falten des Umhangs gehen. Hier könnt ihr ganz gut sehen, einfach viele, viele Striche immer wieder. Und ja, die Farbe ist saudünn und es sieht aus, als ob es kaum deckt. Aber so ein ganz, ganz kleines bisschen deckt es schon. Und deswegen können wir damit nach und nach immer mehr Textur aufbauen. Nach so 3, 4, vielleicht sogar 5 Schichten sind wir dann auch fertig mit den Strichen von Anthracite Grey und können jetzt noch ein bisschen mehr highlighten. Das mache ich, indem ich einfach ein wenig Weiß in meinen Glaze reinmische, das nochmal wieder ein bisschen verdünne und das Ganze einfach nochmal mache. Dabei versuche ich natürlich jetzt nicht ganz so lange Striche zu machen, wie ich vorher bei Anthracite Grey gemacht habe, weil ich möchte ja natürlich, dass es zum Highlighten heller wird. Damit mache ich auch so circa 2 bis 3 Schichten, einfach je nachdem, an welcher Stelle es gut deckt, wo es nicht so gut deckt und Hauptsache, es gefällt mir einfach später. Auch wenn es jetzt gerade sehr, sehr weiß aussieht, das ist eine Glaze Consistency. Das bedeutet, das wird noch trocknen und wenn es trocken ist, dann keine Sorge, dann ist es viel, viel dunkler und ihr werdet euch denken, hey, wo ist denn mein Weiß? Jetzt war mir das Ganze aber trotzdem noch ein bisschen zu texturiert. Deswegen habe ich Transparent Black genommen und habe das Ganze ein bisschen gefiltert. Das mache ich mit der Airbrush, denn ich bin faul und auch wenn es aussieht, als ob ich glazen kann, Leute, ich bin sehr, sehr schlecht im Glazen, gerade wenn es um größere Flächen geht. Deswegen nehme ich da immer einfach die Airbrush, denn hey, was ich halt mit Glazen nicht so gut kann, das kriege ich zumindest mit der Airbrush hin. Mit dem Transparent Black fokussiere ich mich möglichst auf diesen Übergang von den ersten Anthracite Grey Strichen und den Schwarz, das in den Falten ist. Ab und zu schieße ich aber trotzdem auch nochmal eine dünne Schicht Transparent Black über den gesamten Mantel, auch über die Highlights, weil letzten Endes ist es dann doch gar nicht so dunkel getrocknet, wie ich mir gedacht habe. Und ich wollte es auf jeden Fall noch ein bisschen abdunkeln. Letzten Endes solltet ihr aber so einen richtig schön texturierten Mantel haben, wo ihr euch denkt, ja, der hat schon ein oder zweimal das Schlachtfeld gesehen. Für meine Waffen benutze ich mit Sky Grey ein relativ helles Grau, um die erstmal zu highlighten, ebenfalls mit der Airbrush. Da ich irgendwie so ein Typ Mensch bin, der ungern viel Zeit an Waffen verbringt, werde ich da jetzt einfach nur noch einen Kantenakzent ebenfalls mit Sky Grey drauf machen und fertig. Für das Elfenbein meiner Craft World nehme ich erstmal Decomposed Flash und mache damit eine Grundschicht auf alles, was halt Elfenbein wird. Das ist allerdings nur eine Zwischenschicht, denn eigentlich ist die Grundfarbe Wraithbone. Wraithbone deckt aber überhaupt nicht, obwohl da Basefarbe draufsteht. Und deswegen müssen wir da auch irgendwie 2 oder 3 Schichten machen. Aber Leute, wenn ihr nicht Decomposed Flash drunter legt, dann braucht ihr wahrscheinlich so 6. Ist jetzt also der Helm in Wraithbone getaucht, werden wir das Ganze erstmal schattieren. Dafür nehmen wir XV88. Da wollte ich zuerst mit dem Pinsel so ein paar Glazes reintun, weil ich habe gedacht, ich bin so cool wie Genie. Aber ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Also habe ich die Airbrush genommen und habe das Ganze mit der Airbrush gemacht. Für ein letztes Highlight nehme ich nochmal Bright Ivory und spray das auch einfach drüber, denn ich habe das Glazen einfach aufgegeben bei dem Helm. Ich mache das alles mit der Airbrush und das ist dann cool so und ja, Bright Ivory. Zu guter Letzt ziehe ich dann auch noch meine Kante über den ganzen beigen Kamm, damit der halt akzentuiert ist. Kommen wir jetzt also zum Death Spinner. Das ist die erste Waffe, die ich jetzt erstmal fertigstellen werde. Dafür male ich erstmal die gesamte Fläche, die leuchten soll, weiß aus. Dann nehme ich erstmal weiß und mache so einen kleinen Lichtschein um die Waffe. Als nächstes nehme ich Transparent Orange und klatsche das einfach so drüber. Habt da auch nicht so Angst vor Overspray, denn das ist gar nicht so schlimm, denn hey, das ist gewolltes OSL, kein Overspray. Als nächstes verstärke ich die Seiten der Kammer mit Transparent Red. Ich habe da zuerst versucht,
irgendwie an den Seiten so ein bisschen rumzusprayen, habe aber dann gemerkt, ah, das wird zu unpräzise. Also nehmt euch einfach diese Streifen vom Death Spinner als Fixpunkt. Danach habe ich nochmal Weiß genommen und habe das Innere der Kammer erneut nochmal hell gemacht mit dem Weiß. Dann habe ich Transparent Yellow benutzt und nochmal die gesamte Waffe geglazed. Jetzt war mir natürlich das Gelb wieder ein bisschen zu gelb, also musste ich das auch wieder ein bisschen abschwächen. Dafür habe ich dann Fluorescent Orange benutzt und das hat eigentlich genau den Effekt erzielt, den ich haben wollte. Damit habe ich nochmal versucht, so an den Kammern entlang, an den Seiten, nochmal ein bisschen mehr so fluoreszierendes Orange reinzusprayen, habe aber versucht, zumindest in der Mitte das Gelb so gut wie möglich in Ruhe zu lassen. Damit haben wir also jetzt letzten Endes so einen richtig coolen, so einen Energie-Magma-Glow-Effekt oder so in der Death Spinner von meiner Autarchie. Kommen wir jetzt also zur zweiten Waffe, und zwar dem Speer. Die Klinge des Speers habe ich erstmal komplett schwarz gemalt und dann mit der Airbrush mit Weiß wie meine Spiegelklingenoptik erstmal vorgesprayt. Das ist ganz praktisch, denn im nächsten Schritt nehme ich Warlord Purple und glaze das in mehreren dünnen Schichten über die Klinge drüber. Da seht ihr auch schon direkt, dass man das auch schon fast eigentlich so lassen kann, denn Warlord Purple verhält sich ganz anders, wenn es über schwarzen oder weißen Flächen verwendet wird. Um jetzt aber noch ein bisschen mehr Leuchtkraft in das Ganze zu geben, mische ich Ice Yellow mit Fluor Magenta. Da ist es wirklich wichtig, dass ihr wenig Ice Yellow nehmt, weil sonst verfälscht ihr den Farbton komplett und ihr seid bei irgendeinem Pfirsich-Hautton. Der angesprochene Pfirsich-Hautton wird aber trotzdem verwendet. Haha! Also das ist unser letztes Highlight einfach. Danach nehme ich Fluorescent Magenta von Della Rowney und filter das über die gesamte Klinge drüber, denn dadurch erhalten wir jetzt so ein richtig schönes, intensives Magenta-Leuchti-Klingen-Spiegel-Klingen-Geschichte. Für den Kantenakzent mische ich Fluorescent Magenta, Ice Yellow und ein bisschen Weiß zusammen und ja, fahre damit die ganzen Kanten entlang. Um hier und da ein paar Unsauberkeiten auszubessern, kann man auch noch so ein paar kleine Kratzer in die Klinge reinmachen. Also eigentlich ist es einfach nur dafür da, dass ihr Fehler ausbessert und dann sieht das einfach für alle anderen so aus, als ob ihr euch mega viel Mühe damit gegeben hättet, noch kleine Kratzer reinzumalen, wobei ihr eigentlich nur der Otto wart, der einfach übergemalt hat. Für die Edelsteine benutze ich Screamer Pink, Ruby, Ice Yellow und Fluorescent Magenta. Wenn ihr genau wissen wollt, wie die Edelsteine gehen, das hat Genie schon in ihrem Ulfur-Video gemacht. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch das coole, ikonische Sakura Freehand auf das Warp-Sprung-Modul meiner Autarche. Falls ihr sehen wollt, wie das geht, dafür gibt es extra ein Tutorial auf Patreon. Und damit ist meine Autarchin fertig und ihr habt so einen kleinen Exkurs bekommen, wie man jetzt ein paar verschiedene Techniken anwendet und vor allem auch, wie ich mein Eldar-Farbschema mache. Ja, es ist vielleicht ein bisschen chaotisch, es ist hier und da und ein bisschen all over the place, aber letzten Endes, ich bin total zufrieden, wie sie geworden ist und ja, ich hoffe ihr auch. Das war es auch schon wieder mit dem Video und ich merke, boah, ich habe schon echt verdammt lange kein Malvideo mehr gemacht. An dieser Stelle natürlich auch vielen lieben Dank an all unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Argentum, Balti, Diamond, Freddy, Frederik, Goblin Lord, Jan, Kurugawa, Marvin, Philipp, Shailin, Elglide, Alex, Armin, Frickel, Gregor, Guanomaster, Gunni, Harlim, Hopfi, Kilian, Lord Sizius, Matthias, Melis, Michael, Michael, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pingotobi, Roderick, Sleipnir, Sumsi, Sören, Theodinatas und Ulrich. Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr Affiliate-Links von unserem Partner. Also dann, bis zum nächsten Mal. Kalt-Warm-Kontraste entstehen im Endeffekt genau dadurch, dass wir kalte-warme haben. Also wenn ihr das nächste Mal bei Subway seid, ne, dann fragt nach einem Kalt-Warm-Kontrast. Ruben, das hast du mich jetzt wirklich sagen lassen. Ne? Ey, ist aber wirklich, ne? Weil du hast das Brot, das ist warm. Ja. Und dann hast du den Salat, der ist ja kalt. Ist kalt. Und dann Käse und so, ist ja wieder warm. Ja. Und dann. Und das Soßen ist in Soßen wieder kalt. Und Brot ist wieder warm. Ach, insane. Es ist wirklich so.